Guten Tag und willkommen zurück hier bei Mario Strikers Battle League Football. Es geht auf in den Profikanal, ja genau, in den Profipokal. Let's go. Ich bin mal gespannt, ob das letzte Dingen ist, was wir spielen, oder ob es da noch Bonus-Content gibt. Ich lasse mich mal überraschen. Ich meine, ich hätte da irgendwo schon was gesehen, dass es weitergeht. Könnte mich aber auch irren. Ich weiß es nicht. Habe ich nur so nebenbei mitbekommen. Mal gucken. So, jetzt stellen wir aber erstmal unser Team zusammen. Wie gewöhnlich. Donkey Kong, Bowser, Luigi, Mario. Let's go. Und wir spielen dieses Mal im königlichen Schloss. Eines Profipokals sehr würdig. Let's go. Es geht gegen die Cyclones. Die echt fresh aussehen. Okay, nice. Jawoll. Direkt das erste Tor. Richtig schöne Ballabnahme. Ich dachte, die hätten hier ein bisschen mehr drauf. So von wegen Tricks und Passen und hast du nicht gesehen. Irgendwie sowas. Aber scheint ganz gut zu gehen. Komm, Flanke zu Donkey Kong. Und drinne. Der ist sogar noch am Torwart abgeprallt. Aber er war anscheinend über der Linie. Das würde ich gerne nochmal sehen. Ja, da hatten wir Glück, dass er versucht hat, sich aufzuraffen. Weil der Fuß hätte den, glaube ich, abgefangen. Ah, shit. Hau ab. Oh, Donkey Kong steht da. Nein, das habe ich nicht gesehen. Komm, Bowser. Oh, schade. Ja, okay. Ja. War klar. Ey, warum bekommt ihr einen Stern? Es steht erst 2-0. WTF? Ja. Schöner Pass. Und auch schöner Schuss. Aber reicht natürlich nicht. Ja, okay. Schade. Das hat jetzt leider nicht gereicht. Ach komm, Alter. Warum denn? Ich wollte doch die scheiß Kugel einfach nur haben. Nein, 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 nein. Hau ab. Hier, komm rüber damit. Okay, schön. Ah! Jetzt werden die so langsam ein wenig aggressiver. Hau ab, Yoshi. Jawoll! Richtig schöner Pass. Richtig schöner Pass. Ich habe das auch mit dem Passen noch nicht so gut drauf. Das war jetzt lucky, dass der so gut aufgeladen war. Oh shit. Ja, okay. Haben schon wieder einen Stern. Sehr, sehr fair auf jeden Fall. Okay, nice. Komm, Bowser, Bowser, Bowser. Bowser hat keinen Bock. Okay. Ja, schade. Da sind wir jetzt leider nicht so gut rangekommen. Hä, haben wir den Buff jetzt noch? Ja, doch, wir haben den Buff. Komm, Luigi. Reicht nicht. Wird nicht reichen. Scheiße, Mann. Ich war schon wieder zu nervös, leider. Ja, Pech gehabt. Ja, aber im Nachschuss. Der Torwart war sehr benommen. Hat ihn dann sehr glücklich
hochgeworfen und damit für uns eine direkte Chance geliefert. Hopp. Ich muss auch mit dem normalen Passen besser arbeiten. Scheiße. Nein. Nein, das habe ich falsch eingeschätzt. Hau ab. Okay, der war ultra miserabel. Okay, wir haben den Ball. Die haben so ein... die haben die Striker-Kugel eingesammelt. Und wir sollten denen keine Chance bieten, diese zu nutzen. Stattdessen machen wir direkt noch eins rein. Au. Ja, okay. Dann verschwend deinen Stern schön und lass uns einfach hier machen. Ja, komm, der ist drinne, jawohl. Habe ich direkt gesehen. War ein richtig schöner Pass und ein richtig schöner Schuss. Mal wieder. Ja, Mann, geil. Einfach nur cool. Und die kriegen schon wieder diese dämliche Striker-Kugel. Hau ab. Komm, Donkey Kong. Ja, oder Mario? Ja, okay. Der wäre fast reingegangen. Hat aber nicht gereicht. Komm, Luigi. Schöner Fallrückzieher. Aber schon wieder. Nicht genug. Nice. Also, ein überkrasser Profi bin ich immer noch nicht. Aber hey, es reicht. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass die stärker geworden sind. Die Koms. Also es ist jetzt nicht mehr so, als würden die einen heftig gewinnen lassen oder so. Die sind schon stärker geworden. Ja, cooles Team tatsächlich. Hau ab. Ja, schade. Okay. Okay. Ja. Ja, schöne Ballabnahme tatsächlich. Und erstes Gegentor. Haben sie verdient. Leider. Haben sie leider echt verdient. Muss man so sagen. Hau ab. Komm, Donkey Kong. Ach, Mann. Jawohl, schönes Ding. Ja, nein. Oh mein Gott. Ja, scheiße. Oh Mann, deren Technik ist zu gut. Och Mann, Alter. Ja, komm. Let's go. Nein, ach Mann, das hätte ich gebraucht. Ich hätte das so gebraucht. Nur ich hab's schon wieder verkackt. Es war ein echt wichtiger Moment. Was? Als ob der reingeht. Okay, good job, Mario. Holy shit, was? Was zum Teufel?
Mega unverdient. Aber damit steht es jetzt 2-2 und wir haben wieder eine realistische Chance. Komm, Bowser. Hopp. Bowser, 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 komm. Jawohl. Dann halt von Luigi. Good job. Richtig schön über den Torwart drüber geschossen. Richtig schön ins Eck auch noch. Oder? Ja, 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 ja. Good job. Hallo. Oh Mann. Komm schon, Alter. Hau ab. Bowser, Bowser. Ja, schade. Ich war nicht zu nah dran. Natürlich. 4-2. Wir haben uns echt gut zurückgekämpft. Also, das Hyper-Schuss-Tor war sehr gut. Okay, einmal orange und einmal türkis. Ist okay. Aber hey, es ist schon zweimal orange reingegangen gerade. Also vielleicht der nochmal? Hau ab! Jawohl. 6-2. Warum ist der Keeper denn auf einmal so scheiße? Also in den Cups davor war der stärker, oder? Vielleicht sind die Spieler jetzt einfach nur stark und die Keeper sind etwas schwächer. Ja, schade. Komm, Donkey Kong. Was war das, Alter? Da wurde der Ball aber richtig ins Tor reingeprügelt. Okay, dann lass mich einfach schießen. Sehr schön. Okay. Wir spielen echt schwach gerade. Nein. Ja, schade. Wollte ein cooles Manöver machen. Ging aber leider nicht so gut. Komm, geh nach vorne, Bowser. Geh doch nach vorne. Okay, komm, Bowser, jetzt aber. Jawohl. Geil. Also jetzt läuft's und das werden die auch nicht mehr aufholen können. Richtig schöner Schuss. Ah, schade. Ja, schön. Ja, komm. Oh, schade. Gerade mit Donkey Kong das zu treffen. Aber leider hat unser Item Waluigi nicht erwischt. Sonst hätten wir, glaube ich, einen neuen Torrekord aufgestellt. Und das im Halbfinale des finalen Cups. Stark. Starke Leistung. Der fliegt raus. Die Super Mushrooms. War ziemlich klar. Die Raiders waren oder haben zumindest sehr stark gewirkt. Und ich glaube, jetzt wird ihre Rache kommen. Okay.
Wir haben den Ball. Ja. Jawoll. Schön. Erster Treffer des Spiels geht an uns. Das ist richtig geil. Aber nicht zurücklehnen jetzt. Wir haben immer noch... Ja. Wir sind immer noch nicht im Trockenen. Scheiße, Mann. Nein! Oh, du Drecksau! Nein, warum... Ah, ich hab leider gewechselt, als ich Luigi bekommen habe. Das war ein Fehler. Aber hey, es ist zum Glück nicht reingegangen, das Ding. Ach, scheiße. Ja, war klar. Ah, Wario hat einfach einen zu starken Schuss. Wir dürfen ihn nicht schießen lassen. Komm schon. Was? Nicht dein Ernst. Komm. Hyperschuss. Jawoll. Richtig, richtig schön. Nochmal das Item geworfen. Und dann wusste ich, okay, jetzt muss ich mich konzentrieren. Und das Dingen geht rein. 3 zu 2. Alter, ist das ein wildes Spiel. Holy shit. Nein, als ob... Ja, schön in den Zaun reingeboxt. Luigi! Okay, wir werden gefoult. Luigi, jetzt noch eine Chance und schon wieder. Und das sind richtige Drecksäcke. Komm zu Donkey Kong, jetzt aber. Schade. Hau ab. Donkey. Scheiße, ich hab falsch gelenkt. Und jetzt dürfte sich wieder eine richtig gute Chance für uns ergeben. Einmal orange. Einmal türkis. Ich bin gespannt. Fünf zu zwei. Der geht tatsächlich rein. Okay, und jetzt können wir uns ein wenig entspannen. Sollten uns aber noch nicht allzu sehr auf unseren Toren ausruhen. Auch wenn es sehr, sehr gut aussieht. Ja, schade. Boah, wir werden richtig ausgetrickst gerade. Und haben wieder Hyperschuss. Jawohl. Und das Ding geht 100% rein. Damit müssten wir diesen Cup eigentlich auch gewonnen haben. Alter. Also die Anfänge der Spiele waren immer krass spannend. Aber wir haben uns echt stark zurückgekämpft hinterher. Jawohl, schön, Bowser. Und der Pass zu Donkey Kong. Auch wunderschön. Ja,
Gerade werden wir ein bisschen auseinandergenommen hier, weil sie eben auch so viele Items haben. Und jetzt haben sie tatsächlich auch mal eine Striker-Kugel bekommen. Wir müssen aufpassen. Nein, wir rennen davon. Komm, Bowser. Schön, was? Ich hätte echt nicht gedacht, dass das Ding reingeht, aber hey, es passt. Einfach die Gelegenheit genutzt und das Ding reingezimmert. Okay, schön. Was? Was zum Teufel war das denn jetzt? Ich habe gar nichts mehr gedrückt. Luigi hat von alleine geschossen. Und damit ist es beendet. 9-2 gewonnen. Das Finale des Champion Cups. Oder Profi-Pokals. Jawohl. Richtig, richtig schön. Und da ist das Ding. Der Profi-Pokal. Okay, und das scheint das Spiel gewesen zu sein. Ich habe mich jetzt gar nicht wirklich darauf vorbereitet, auf das Ende hier, also um ein Fazit zu bilden und so weiter. Aber ich probiere es mal. Also Leute, wie ich schon öfters angedeutet habe, war oder fand ich Charged Football einfach besser. Man hatte halt diese Ausweichmöglichkeiten noch mit den Charakteren oder diese Passivangriffe, wenn man einen Ball hatte. Also nicht nur, dass man irgendwie ausgewichen ist, sondern Toad hatte so einen Sprung, Buhu konnte sich kurz unsichtbar machen, Knochentrocken konnte rollen und je aufgeladener der Ball war, desto weiter konnte er rollen. Also der hat zum Roller angesetzt, wurde unsichtbar und ist dann an einer späteren Stelle wieder aufgetaucht. Das war ähnlich mit Waluigi, der hat den Ball in die Hand genommen und hat sich dann auch vorteleportiert. Das waren schon geile Dinger, mit denen man auch einige Sachen machen konnte. Und ja, ich hätte mir sowas auch sehr gerne hier in diesem Spiel gewünscht. Aber gut, macht ja auch so echt Spaß. Also, es ist immer noch ein sehr fetter Minuspunkt. Versteht mich nicht falsch. Aber trotzdem, ich wollte es nur kurz sagen, das Spiel hat mir viel Spaß gemacht. Nicht, dass es jetzt so wirkt, als ob ich irgendwie hier keinen Spaß gehabt hätte oder hier gesessen hätte und mir gedacht habe, oh, hoffentlich endet das Projekt bald. Nee, hat Bock gemacht, aber es gibt halt sehr viele Minuspunkte. Unter anderem halt ja diese Ausweichmöglichkeit, wenn man den Ball hat, aber auch dass es ziemlich wenige Charakter gibt und das System mit den Team-Captains fand ich auch ziemlich cool, dass nur der Teamkapitän einen Superschuss ausführen kann und der Teamkapitän hatte auch noch in Charge Football ein besonderes Item, also eine Ultra-Fähigkeit sozusagen. Jeder hatte eine andere, obwohl nicht jeder. Ich glaube, Mario und Luigi hatten dieselbe. Sie konnten sich kurzzeitig größer machen. Aber die meisten hatten unterschiedliche Fähigkeiten. Ich glaube, Mario und Luigi waren die einzigen, die in etwa dieselbe, oder sagen wir mal, wie es ist, genau dieselbe Fähigkeit hatten. Und alle anderen hatten ihren eigenen Stil, ihre eigene Fähigkeit. Das fand ich halt echt geil. Das gab's jetzt nicht. Und ja, finde ich echt einen ziemlich harten Downgrade. Ich weiß echt nicht, was noch kommen wird. Ach so, genau, die Arenen.
ich hätte es fast vergessen. Es gab so viele gute Arenen in Charged Football, die unterschiedliche Sachen gemacht haben. Zum Beispiel gab es auf so einer Insel, wo es einen Sturm gab, da sind manchmal Sachen über die Map geflogen und man konnte auch von der Map runterfallen, dann war man kurzzeitig aus dem Spiel raus. Oder irgendwie so eine Lava-Map, wo es dann manchmal so Lava-Fontänen auf dem Spielfeld gegeben hat, auch echt cool. Die haben einen dann in Brand gesteckt und einen sehr im Spiel behindert. Also man konnte noch passen und schießen, wenn man in Brand gesteckt war, aber halt nicht mehr den Ball wirklich handeln. Also man musste wirklich direkt schießen, direkt passen. Ich glaube, irgendwie so war das. Und ja, es fühlt sich einfach wie ein massives Downgrade leider an. Ich würde dem Spiel jetzt, keine Ahnung, so auch aus dem Bauch raus, glaube ich, so 72 Punkte geben, wenn ich es machen müsste. Ich bin kein professioneller Spielekritiker. Aber hey, war ein cooles Game, war jetzt nicht grottenschlecht. Es war okay. Es ist okay, das Game. Und mal schauen, was noch so nachgepatcht wird. Es war auch ein Minuspunkt eigentlich, aber wenigstens wird etwas nachgepatcht. Glückwunsch, du hast den normalen Modus abgeschlossen. 500 Münzen dazu. Okay. Ja, wenigstens wird was nachgepatcht und nicht einfach gesagt, ey, hier ist das Spiel und das war's dann. Ne? Könnten sie ja auch machen. Machen sie jetzt zum Glück nicht. Aber cooler wäre es natürlich gewesen, hätte man direkt ein... Oh, und es kommt doch noch was. Ein komplettes Spiel gehabt. Suche eine noch größere Herausforderung und spiele im galaktischen Modus um zusätzliche Belohnungen. Mit Hilfe von X kannst du zwischen Modi wechseln. Okay, was ist das? Ach du Scheiße. Und das ist jetzt der richtig heftige Modus. Oh mein Gott. Okay, ich bin gespannt, wie das Let's Play weitergehen wird. Weil, oder ob es überhaupt weitergehen wird. Weil, wie gesagt, auf schwer sind die Comms echt hart assi. Und ich bin nicht so gut in dem Spiel, dass ich sagen würde, ja, okay, ich pack das. Und ich habe auch jetzt nicht die mega Zeit dafür, das Spiel richtig gut zu lernen. Aber mal gucken, wie es läuft. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls es euch gefallen hat. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder und schauen dann mal in die Dinger rein. Bis zum nächsten Mal und ciao.